Welche ist das jetzt? Wo kommt die rein? Ich bin absolut überfordert. 2 Tage wird unser Reporter Jan bei einem Lieferdienst als Pizzabäcker malochen und am eigenen Leib spüren, wie hart der Job wirklich ist. Jetzt ballern die Bestellungen rein, ich komme null hinterher. Aber von vorn. Jans Tag beginnt in einer Berliner Filiale der größten Pizzalieferkette der Welt. 250 Pizzen gehen hier jeden Tag über den Tisch. Auf ihn wartet keine italienische Handarbeit, sondern Belegen am Fließband. Immer wenn ich zu faul bin zum Kochen, schlägt die Stunde des Pizzalieferdienstes. Dabei habe ich mich sehr oft gefragt, sind in diesen Lieferdiensten eigentlich wirklich Pizzabäcker am Werk oder ist das alles Tiefkühlware? Das werde ich jetzt rausfinden. Punkt 9 Uhr meldet sich unser Reporter beim Filialleiter Christian. Haben wir ein paar Klamotten für dich? Die Uniform. Ja, genau. Schwarz in Schwarz. In Schwarz sieht jeder gut aus. Besser als weiß. So kann Jan mehr rumkleckern. Chef Christian betreibt 3 Filialen in Berlin. Seine Mitarbeiter bildet er hier zu Allroundern aus. Das Ziel ist es, dass wir an allen Stationen trainieren und ihnen alle Prozesse quasi bis zur Perfektion beibringen. Cross-Training nennt sich das. Und diese Arbeitsplätze soll Jan durchlaufen. Die Belegstation, die Back- und Abpackstation und die Teigproduktion. Los geht es in der Pizzabäckerei. Die ist direkt an die Küche angeschlossen. Hier wird ausschließlich Teig produziert. Kollege René ist für die nächsten Tage Jans Ausbilder. Das ist jetzt wirklich so ein Pizzabäcker, wie in Italien, diese Pizzaioli, die da so den Teig... Ja gut, Kunstwerke machen wir jetzt nicht, dafür haben wir die Maschine. Und dafür wird alles genau aufs Gramm abgewogen. 6,1 Liter kaltes Wasser, 75 Gramm Hefe und 12,5 Kilo Spezialmehlmischung. Jan hat seinen ersten Teig angesetzt. Bravissimo! Also eine Sache hat mich gleich am Anfang total überrascht, dass die sogar den Teig von Hand anrühren. Ich dachte, das ist auf jeden Fall eine Backmischung oder das ist irgendwie fertiger Teig, den die da bekommen. Aber das ist tatsächlich mehr oder weniger Handarbeit. Während der Teig vor sich hin rumpelt, müssen die Backpfannen gefettet werden. 10,50 Euro würde Jan als Einsteiger verdienen. Reich wird man also nicht. Also, was reizt René denn an diesem Job? Ich wollte halt schon ein bisschen Bewegung haben, Stress haben. Seit ich auch Sport gemacht habe, brauche ich halt auch halt diese Bewegung. Und wollte nicht nur den ganzen Tag rumsitzen, bis ich in die Rente gehe. René hat eine Ausbildung in der Gastronomie gemacht und arbeitet nun seit 8 Jahren hier. Sein großer Traum? Bald möchte er seinen eigenen Laden eröffnen. Wichtig, bevor es an den Teig geht, Hände desinfizieren und die Oberflächen reinigen. Nicht nur wegen Corona, auch das Gesundheitsamt steht regelmäßig vor der Tür und kontrolliert. Die Maske muss auf, wenn man nah aneinander arbeitet. Nach 13,3 Minuten ist der Teig fertig. Aber der will nicht so, wie Jan es will. Es hat null Eigenspannung, das ist gar nicht so leicht, das hochzuhalten. Das sind ja auch 20 Kilo Teig, die du schleppst. Oh, mein Handschuh ist drin verschwunden. Das könnte später Reklamationen geben. Für die mittleren Pizzen wiegt unser Reporter 220 Gramm Teig ab und formt daraus Pizzakugeln. Übrigens, René war früher Handballspieler. Diese Arbeit ist quasi eine Art Heimspiel für ihn. Dann noch Teig durch die Pizzaorgel leiern. Fertig. Was auffällt? Die Pizza hat einen Rand. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen so einer italienischen Pizza und einer amerikanischen Pizza? Also wir machen ja hier amerikanische Pizza, oder? Es gibt ja die amerikanische Pan-Pizza, diese Pfannpizza, die sind natürlich vom Teig her dicker, viel dicker. Italienisch haben wir ja diesen dünnen, flachen Boden. Weil die Deutschen den Teig lieber dünn mögen, ist die Pizza eine Italo-Americano-Variante. Also flach, aber trotzdem in einer Pfanne gebacken. 2 Stunden sind die beiden bereits am Kneten und Falten. René formt den Teig und Jan macht den Rand schön. Unser Reporter kommt endlich ins Schwitzen. Der Druck steigt langsam hier. Von rechts kommen immer mehr Teigpfannen und ich komme ehrlich gesagt kaum hinterher. Über 200 Pizzaböden haben die Jungs in 3 Stunden ausgerollt. Die soll Jan einfach nur noch in der Ecke stapeln. Ja, einfach. Ah! Da rutscht irgendwas. Nochmal gut gegangen. Das ist ein bisschen wie so ein Jenga-Turm rumtragen.
Und was passiert bei diesem Spiel zum Schluss? Der Turm kippt. Scheiße. Bin hier in Schräglage gekommen. Ja, um 12 sind alle Pizzaböden fertig. So, jetzt erstmal Mittagspause. Das macht unser Jan erstmal eine schöne Pizza. Ja. Also der kann das noch nicht, aber... In welcher Reihenfolge kommt das denn drauf? Also erst der Käse, dann die Pilze oder... Woher sollen wir das wissen? Jans Pizzakreation nennt sich Viel hilft viel. Unser Team mampft den Gemüse-Käse-Auflauf mit Teigbeilage trotzdem weg. Oh, meine war geil, aber übertrieben fettig. Viel zu viel Käse. Bei meiner auch zu viel Käse. Wie das richtig geht, muss Jan ja auch erst lernen. Nun raus aus dem Pizzakoma. So, da bin ich wieder. Ran an die Belegstation. Für jede Pizza werden alle Zutaten abgewogen. Und auf dieser Grammatur, also der Rezeptübersicht, ist alles drauf. Leider in Schriftgröße Mini. Ich glaube, ich verrutsche permanent in der Zeile. Drei verschiedene Pizzagrößen gibt es. Für die Medium, also die mittlere, wiegt Jan 70 Gramm Tomatensoße ab. Moment, die muss er erst verkosten. Sehr viel Oregano auf jeden Fall. Und also super konzentrierter Tomatengeschmack. Plus 80 Gramm Käse. Der Trick dabei, der Käse wird geschüttelt. So verteilt er sich am besten auf dem Teig. 30 Sekunden haben die Pizzabäcker für eine Pizza Zeit. Das sieht doch nicht schlecht aus. Was sagt der Boss dazu? Ist leider nicht ganz so gut geworden. Der Käse müsste bis zum Rand gelegt werden, weil die Pizza wird jetzt hier extrem trocken. Ah, aha. Genau. Und bei der ist zu sehen, was so eine Klümpchenbildung. Also den Spinat mehr verteilen. Jan versucht es besser zu machen. Über 30 Pizzen schiebt er in den nächsten 2 Stunden in den Ofen. Um 16 Uhr ist endlich Feierabend. Durchschnaufen und vor allem runterkühlen. Also die Arbeitsstelle hier ist auch dadurch noch etwas unangenehmer, dass hier der ganze heiße Dampf rauskommt. Also das ist hier locker 200 Grad. Hoffe, ich muss hier morgen nicht ganz so viel Zeit verbringen. Dagegen war das Teigrollen wirklich ein Spaziergang. Morgen muss Jan das alles allein können. Hat Ausbilder René unseren Reporter so gut eingearbeitet, dass Chef Christian dieses Mal zufrieden ist? So, das war Tag 1. Ich bin ziemlich geschlaucht und vor allem rieche ich wie eine Pizza Salami. Unangenehm. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Tag 2 beginnt mit richtigem Schmuddelwetter. Jan hat Innendienst. Kann ihm also egal sein. Oder? Heute haben wir eher schlechtes Wetter mit Regen. Da wird wahrscheinlich ein bisschen mehr zu tun sein. Für den großen Ansturm muss Jan alles vorbereiten. Pizzaböden aus dem Kühlhaus holen. Tomaten waschen und Paprika schnippeln. Über 30 Zutaten können auf so eine Pizza kommen. Eine Stunde vor Ladenöffnung bringt Jan den Ofen auf Betriebstemperatur. Das sind 270 Grad Umluft, perfekt auf den Teig abgestimmt. Exakt 5 Minuten läuft die Pizza hier automatisch auf dem Rost. Also der Ofen schafft 120 Pizzen pro Stunde. Das heißt, wenn du vorne bist, musst du auf jeden Fall schnell arbeiten. Ansonsten stauen sich die Pizzen. Die Pizzen bleiben im Ofen hier drin direkt stehen, verbrennen. Das wäre der Worst Case. Denn dann muss die Pizza neu gemacht werden. Ganz zum Schluss kommt die heiße Ware in einen Pizzakarton. Das ist die 3. Station in Jans Küchenausbildung. Unser Allrounder übt schon mal trocken die Falttechnik. Der Chef will sehen, wie Jan unter Druck arbeitet. 1 Dutzend Pizzen schiebt er nacheinander in den Ofen. Nach wenigen Minuten kommt es bereits zum Stau. Oh oh, oh oh. Tja, auspacken ist easy. Aber die Dinger eintüten. Scheiße, vergessen zu schneiden. Auf die Falttechnik kommt es an, wie beim Origami. Ist aber nicht so Jans Ding. Diese feine Handarbeit. Zack, 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 diesen Karton rumfalten und diese Profis machen das halt in, keine Ahnung, in 20 Sekunden. Da bin ich bis zum Schluss nicht hingekommen. Um 11 Uhr öffnet der Pizzalieferservice. Noch 5 Minuten. Jan schnippelt weiter entspannt seine Tomaten. Was er nicht weiß, es gibt sogenannte Terminbestellungen. Heute will Punkt 11 ein Kunde seine Pizzen im Laden abholen.
Das wurde leider zu spät bemerkt. Jetzt müssen wir uns ein bisschen sputen, er kommt in 6 Minuten. Mhm. Mit der Ofenzeit wird es ein bisschen knapp. Jo, Chef, beeil mich. Der Kunde stellt sich bereits die Beine in den hungrigen Bauch. Jan? Ja? Bringst du einmal die Pizzen den Kunden? Was? Die Pizzen einmal den Kunden rausbringen. An der Abstimmung hapert es noch. Wegen der Corona-Bestimmungen übergibt Jan kontaktlos an den Abholer. Nach und nach arbeitet er seine Bestellungen ab. Eine Cheesy Crust ist mit auf der Bestellliste, also mit Käse im Rand. Wie kommt der da bloß rein? Ich dachte, das ist so ein kleingeriebener Käse, der da so reingestreut wird. Falsch. Das Geheimnis ist eine Käsewurst. Die wird in den Rand eingerollt. Doch zurück zum Mittagsgeschäft. Jan braucht 3 Minuten, um eine Pizza zu belegen. Viel zu lange. Vorgesehen sind 30 Sekunden. Das hält den Laden ganz schön auf. Gegen 12 brummt das Pizzageschäft. Pro Stunde gehen um die 100 Pizzen über die Ladentheke. Wir zeigen ungekürzt und ungeschönt 20 Sekunden im Leben des Pizzabäckers Jan Stremmel. Okay. Jetzt in den Ofen. So, weiter geht's. Einmal Enter drücken bitte. Dann brauchen wir eine Large mit Barbecue-Soße. Jetzt habe ich dieses Thunfischzeug. Einmal Hände waschen oder Handschuhe wechseln. Aber ein bisschen schneller. Oh Gott, das ist hektisch. Wow, da schieben sie sich schon hintereinander raus. Oh Gott, jetzt gibt's einen riesen Stau hier im Ofen. Gegen 14 Uhr ist der Spuk erstmal vorbei. Also als die Hauptstoßzeit war, ja, mittags, hat René mich erstmal alleine dahingestellt und hat mal geguckt, wie weit ich denn da alleine komme. Und er hat, glaube ich, aber nach ungefähr 10 Minuten gemerkt, dass das absolut ins Verderben führt. Letztlich durfte ich dann eigentlich das ganze Mittagsgeschäft nur noch Tomatensoße drauf und ein bisschen Käse drüber. Den ganzen Rest hat er gemacht. Nach Feierabend will Jan es wissen und fordert den Chef heraus. Wie schnell kann dieser eine Pizza Supreme mit 28 Salamischeiben belegen? Los geht's. Jan braucht über 1 Minute. Ausbilder René nur 35 Sekunden. Aber da gibt es etwas zu bemängeln. Also ich zähle da 29. Los. Und nun der Boss. Der braucht nur 33 Sekunden. Aber auch er hat es nicht so mit dem Zählen. 27. 27. Eine zu wenig, ja. Und so geht Jan mit einem guten Gefühl. Er ist nicht der Schnellste, aber korrekt ist er. Und wie waren die 2 Tage? Ich hätte ja nicht gedacht, dass das Pizzabacken im Akkord so viel Handarbeit mit sich bringt. Und vor allem, dass es dermaßen stressig ist. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn ich das nächste Mal bei so einem Regenwetter auf der Couch eine Pizza bestelle. Und vielleicht ja auch ein bisschen mehr Trinkgeld geben.